Als kompletter Neuling in der Anno-Reihe konnte ich Anno 2205 mit anderen Augen sehen als vielleicht ein Hardcore-Fan. Was ich fand, war ein hübsches und großes Aufbauspiel, das versucht, etwas viel Story einem ins Gesicht zu drücken und durch gute Mechaniken und nicht so gute Mechaniken geprägt ist. Kleines Roundup, um was es in Anno und speziell in diesem neuesten Teil geht. Ihr baut eine Stadt, sorgt dafür, dass eure Bürger, die gleichzeitig eure Arbeiter sind, glücklich sind und mit genügend Sachen versorgt werden. Ihr seid also ständig im Balanceakt, genug Ressourcenwege zu schaffen, damit jede Produktion auf 100% läuft. In Anno 2205 heißt die grundsätzliche Aufgabe Auf zum Mond! Ein Unterfangen, das natürlich nicht ganz so einfach ist. Das Spiel bietet dabei drei Areale: die Berge, die Arktis und der Mond. In den Bergen kann man auch wild drauf losbauen, während man bei den anderen beiden Gebieten mehr aufpassen muss. So werfen in der Arktis die Fabriken Wärme ab, was bedeutet, dass man die Häuser der Einheimischen in der Nähe der Fabriken bauen muss, damit sie glücklich sind. Es gibt den Ganzen etwas mehr Kniff und wirkt dadurch nicht wie das gleiche nochmal machen, nur mit mehr Weiß. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, das Areal zu wechseln. Cool ist, dass wenn ihr zum Beispiel in den Bergen seid, die Simulation der Ressourcen für die Arktis weitergeht. Das ist auch wichtig, denn ihr müsst Handelsrouten erstellen, damit diverse Ressourcen, die nur in bestimmten Arealen herstellbar sind, auch in andere gelangen. Das alles klappt hervorragend, ist eingängig und macht auch Laune. Gleich am Anfang wird man gezwungen, eine Seeschlacht zu machen. Ich muss gestehen, dass mich das Gameplay dort so anödete, dass ich jedes Mal den friedlichen Weg wählte, als es darum ging, eine Seeschlacht zu beginnen oder einfach den Firmenrang zu erhöhen. Ich bin so dreist und behaupte, dass selbst Seeschlachtspiele zu DOS-Zeiten spannenderes Gameplay hinbekommen hatten. Klar, als Abwechslung zum Städtebauen sicherlich ganz witzig, aber halt nicht spaßmachend. Wer jedoch auf Beutejagd aus ist, kommt nicht um sie herum. Das bedeutet auch, dass Seeschlachten auf einer eigenen Karte sind, missionsbasiert. Ihr seid mit eurer Stadt also nie in ernster Gefahr, denn die kann nicht angegriffen werden. Alles, was mit Seeschlachten zu tun hat, wird auf einer extra Karte erledigt. Weiß nicht, ob man das nun als gut oder schlecht ansehen soll. Ich selbst fand es angenehm, nicht jede Minute darum zu bangen, dass der CPU gerade Lust hat, mal meine Stadt zu zerstören. Für den Karten eurer Städte könnt ihr aber Sidequests annehmen. Das bedeutet oft, mit dem Boot hin und her zu tuckern, um diverse Sachen einzusammeln. Ist okay, kann man machen. Letztendlich habe ich Anno gespielt, um zu entspannen. Ich hatte nie das Gefühl, wirklich in Probleme zu geraten, sobald ich das System verstanden hatte. Ins Minus zu geraten ist dann eigentlich unmöglich, da es keine Events gibt, wodurch euer System aufgerüttelt wird. Und herausfordernd empfand ich das Spiel in keinster Weise, da eh immer erklärt wird, was man als nächstes machen muss. Wer also coole Zukunftsstädte bauen will und nach einem stressigen Tag Bock hat, sich etwas zu entspannen, macht mit Anno wirklich alles richtig. Wer aber ein strategisches Aufbauspiel sucht, mit Multiplayer, Micromanagement, großen Schlachten etc., der sollte lieber die Finger davon lassen.